Hey Leute, willkommen zurück zu Far Cry 5. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Da ist auch noch ein, so ein Fuzzi. So, jetzt mache ich aber ein bisschen schneller. Drittel ist nicht mal so rum. Das haben wir ja alles schon gemacht hier. So, pass auf. Pass auf. Der steht gerade ziemlich gut. Oder auch nicht. Naja, mach mal ein bisschen Krach, was soll's. Oh je, komm schon. So, den haben wir erledigt. Ah, dann machen wir es halt ein bisschen auf die lautere Tour. Hier, viel Spaß damit. So, komm. Du auch. So, und schon haben wir einen Eingang. So. Noch ein bisschen Krach. Ist auch schön. So. Schnell wieder alles durchplündern hier. Muss sein. Ja, und schon haben wir wieder einen sitzen. Was ist das? Ja, okay. Schön. Hier ist noch eine Notiz. Oder ist es dieselbe? Kein Schimmer. So. Ich glaube, wir müssen irgendwie in den Pumpraum. Wie viele Schalter gibt es denn hier? Nur zwei, ne? Da ist einer und da ist einer. Gut, probieren wir das Ganze doch nochmal. Was heißt, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Nope, das bringt mir nichts. Okay. Dasselbe Spiel hier drüben auch. Wieso auch immer der Dreck hier jetzt in der Luft hing, weiß keiner, aber umso besser. Ah, da! Guck mal an! Das habe ich in der letzten Folge gar nicht gesehen. Mist. So, lass mal erstmal die Dinger hier abstellen. Ach, ich soll sie zerstören. Okay. Okay, okay. Wie komme ich hier raus? Nur Notausgang. Ich glaube, ich sollte mir erstmal Gedanken machen, wie ich hier wieder raus. Ah, nein, 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 nein. Hey, schön hier raus. Na gut, okay. Fernzünder. Ich hoffe mal, die eine reicht schon, aber wenn ich jetzt zünde, bin ich tot. Hallo, ich möchte hier raus. Okay, warte. Ah, oh, du sollst doch ins Wasser, Junge. Und, hat's was gebracht? Jawohl! Sehr schön. Oh, oh. Oh, oh. Ja, du Arsch. Da kommen noch mal welche.
Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Shit, schon wieder. Ich glaube, ich sollte mal in Deckung gehen. Oh, eine Weste. Schön. Da sind sie ja, die Arschgeigen. Noch mehr, oder war es das? Okay, das scheint es gewesen zu sein. So, komm, rein. Schnell. Komm, renn, 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 renn. So. Du kannst das Wasser stoppen, aber nicht das Fließen. Ah, halt die Fresse. Oh, Taschenlampe. Schade, dass die nur automatisch angeht. Das könnte man bestellen. Kann man das vielleicht irgendwie einstellen? Wäre nicht schlecht. So. So, das wäre geschafft. Sehr schön. Oh nein, das sind schon wieder Peggys. Was glaubt man, wem hilft man als erstes? Wann zeigt man Vertrauen? Der Pfad schenkt Klarheit. Komm mit mir, ich zeige dir den Pfad. Nee, ich bleib lieber hier. Mir gefällt's hier ganz gut. Auf deinen Pfad kann ich verzichten. Du wurdest gesegnet. Ich höre jede Menge Nachrichten über Funk. Die Peggys sind stinksauer wegen ihrer Wasseraufbereitung. Die scheinen dich wohl nicht allzu sehr zu mögen. Gut gemacht, oh. Deputy. Passiert. Oh. Bam. Voll in die Fresse. Da ist noch einer. Mach euch alle platt. Okay, ich glaube, ich sollte gehen. Oh, aber erst nehme ich den da auch noch mit. Sehr schön. So, was liegt hier noch? Nichts. Okay, dann mache ich mich jetzt mal vom Acker. Aber ich nehme mal den ihre Karre mit hier. Versorgungsfahrzeug der Sekte. Komm, das holen wir uns noch. Warte, ich markiere das mal, damit es nicht abhaut. Bleib stehen, du Sack. Jawohl, knall ihn ab, knall ihn ab. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, daneben. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Na, komm schon. Jawohl. So, das wir geschafft. Das gönne ich jetzt auch noch. Ich bin am Boden. Helft mir hoch. Ja, ich komme ja. Wir brauchen Punkte. Und? Ich bin unterwegs.
Oh, mein Gott, er schreibt mich noch nicht so. Ich kann mit ihr reden. Sollte ich mit ihr reden? Sollte ich das tun? Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, was soll ich tun? Ich bin ja neugierig. Spät, oh! Danke, dass du die Blitztransporter angegriffen hast. Faith-Leute nutzen die Trucks und Boote, um ganz Hope County mit dem Zeug zu versorgen. Wird nicht schaden, wenn du noch mehr zerstörst. Wenn die was herstellen, was die Leute umbringt, tja, dann wäre es doch nur gerecht, wenn der Tod auch mal gehörig an ihrer Tür klopft. Der Krieg gegen die Drogen. Oh ja, ich bin echt neugierig. Ich möchte wissen, was... Okay, was soll's. Scheiß drauf. Schön, dass du hier bist. Oh, das war keine gute Idee. Nein! Hör doch auf! Ich dachte, die will nur quatschen. Was habe ich getan? Wir haben dich in unser Haus gelassen. In unser Herz. Vertraue dem Pfad und du findest die Antworten, nach denen du suchst. Och, nö. Ist das ein Hase mit Geweih? Cool. Hallo, kleiner Hase. Der ist ja süß. Oh Mann, das war eine scheiß Idee. Ist aber irgendwie hübsch hier. Selbst die, die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. Du bist der Beweis. Wir alle brauchen Führung in solchen Zeiten. Deshalb müssen wir stark sein. Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Weil die da draußen werden sehen, was wir erschaffen haben im neuen Eden. Die Liebe. Und sie werden kommen. Und sie werden uns das alles abnehmen wollen. Du richtest mich. Du richtest uns. Und was wir getan haben. Die Leute sagen, dass ich verrückt bin. Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Packt dich da nicht derselbe Horror? Das ist unsere Welt? Das? Das ist die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen? Gemeinden werden auseinandergerissen. Mauern werden errichtet, weil die Führer zu machtlos sind, um zu handeln. Weil die Tyrannen zu dumm sind, um uns anzuführen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich wurde auserwählt. Sieh, alles nähert sich seinem Ende. Du kannst es fühlen. Ich weiß, du fühlst es. Sieh, die Menschheit ist schwach und verletzlich. Und wir rasen auf unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen. Und wir sind nicht verrückt. Aber was sollen wir tun? Einfach warten auf das Unvermeidliche? Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich habe gesehen, was kommt und beschlossen zu handeln. Anzuführen. Weil die Gesellschaft zerbrochen ist. Und der einzige Weg nach vorne ist zurück zu dem, wie es früher war. Unschuldig und rein. So sicher und beschützt in unserem Garten. Ich kann dich halten.
Ich weiß immer nicht, ob das eine gute Idee war. Rookie, öffne die Augen! Gib ihm das Adrenalin! Komm schon! Das musst du nicht kämpfen, komm! Jetzt beruhige dich! Keine Bewegung! Du bleibst jetzt liegen, ganz still! Gut. Grundgütiger, du hast uns eine scheiß Angst eingejagt. Hey, Sheriff. Ein paar haben es nicht geschafft, die Jungs sagen... Was ist mit Burke? Der Grady soll ihn haben, aber... Und wo ist dieser Grady? Herrgott. Also, du musst dich entspannen, leg dich hin. Wir reden dann morgen. Jesus. Bist du schnell aus dem Rausch erwacht? Das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Was hat die denn mit der Ausdrucksweise? Schäm dich. Hey, Bruder. Mein Großvater hat mir das Schießen beigebracht, als ich 6 war. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf das Bliss. Was ist nur aus der Welt geworden? Boah, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war gerade echt cool. Mega. Dachte, wir hätten dich ans Bliss verloren, Deputy. Zum Glück war der Sheriff zur Stelle. Gib dein Bestes, um dich zu revanchieren. Boah, also echt heftig, auch noch mit der Musik im Hintergrund. Genial, wirklich genial. Es ist gut, dass der Nebel die Leute hier nicht... Und ich muss gerade mal sagen... Sir. Wie hieß er? Joseph? Ja, Joseph Seed ist mir irgendwie der sympathischste Gegner von allen Far Cry-Teilen bisher. Weiß nicht wieso. Boah, das war gerade echt cool. Geil. Schön. Aber das Spiel ist genial. Wirklich super. 1A. Es ist scheiß anstrengend, rund um die Uhr von Faiths Armee unter Beschuss zu sein. Was mich jetzt allerdings gerade frage, kann man sich tatsächlich irgendwie auf Faiths Seite schlagen oder und sich dem Bliss hingeben? Ich möchte erlöst werden. Oh, das war gerade echt cool. Also, Hammer. Respekt. Was willst du? Oh, super. Wirklich super. Genial. So, was ich jetzt mal machen wollte. Ich glaube, ich lasse... Darf ich mal durch? Danke, danke. Ich glaube, ich packe jetzt tatsächlich mal den Schalldämpfer weg. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ablegen, dass die Waffe dann heftiger ist. Ich kann mich natürlich auch irren, aber das sehen wir ja dann. So, Kleidung, was gibt's denn hier Feines? Oberkörper, ich hätte mal gerne neue Klamotte. Was ist das? Das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Ah ne, das hier hat mir gut gefallen, ne? Oh, ist das teuer. Meine Güte, ist das teuer. Ja, das ist ganz schick. Komm, was soll der Geiz? Wird gekauft. So. Sehr schön. Jetzt sind wir zwar ganz schön pleite, aber dafür haben wir eine schicke Klamotte jetzt. So, hier oben ist wer auch immer. Da können wir auch gerade direkt mal quatschen. Nebenquest gibt's hier auch noch. Hey, Rookie. Lust auf Action? Hey. Hau rein. Entschuldige das von vorhin. War nicht cool. Ich bin schwierig. Da kannst du jeden hier fragen. Aber ich arbeite dran. Also. Neustart. Willkommen. Unser Team hier wird dir gefallen. Alle sind stark und das müssen wir sein. Wegen dem, was da draußen los ist. Ich hoffe, Earl hat recht, was dich angeht. Wir alle versuchen herauszufinden, wie man Eden's Gate besiegen kann. Wenn du mich fragst, fängt alles mit Faith an. So nennt sie sich zumindest im Moment. Hast du diese riesige Statue auf dem Hügel gesehen? Natürlich hast du. Ist ja nicht zu übersehen. Der alte Joseph Seed, der Vater. Faith hat dieses hässliche Ding von ihren Groupies für ihre Pilgerreise bauen lassen. Hast du sie gesehen? Diese armen Irren auf dem Weg zu dieser Statue?
Furchtbar. Wir müssen diese Statue abreißen, damit die Peggys wissen, dass ihr Vater kein verdammter Gott ist. Er ist nur ein Mensch. Was meinst du, Rookie? Mach ein schönes, großes Loch in das Ding. Falscher Prophet. Prepper, entschuldige mal. Ein Haufen Vollpfosten. Die Soldat spielen. Was? Mit wem redet die? Genau. Jetzt hab ich die. Ups. Jetzt hören wir uns erstmal an, was sie. Danke für die Sache im Gefängnis. Jetzt gehen wir mal die ganzen Quests hier sammeln. Deputy, ich muss dich was fragen. Hast du schon mal von einem Kerl namens Feeney gehört? Er war der Apotheker der Stadt. Viele haben ihn respektiert, hielten ihn für eine Stütze der Gemeinde. In Wahrheit war er nur ein Drogendealer. Feeney ist jetzt bei der Sekte. Hat denen geholfen, Bliss zu erschaffen. Er soll oben bei den Jessop-Gewächshäusern sein. Da gab es einen wunderschönen Lichthof, bevor... Ja, bevor... Jetzt nutzt Feeney das, um sein Gift anzubauen. Überall nur noch Felder von diesen grässlichen Blumen. Also dachte ich, wenn du da zufällig vorbeikommst und seine Blumen verbrennst, ich wette, dann kommt Feeney bestimmt panisch angelaufen. Die Sünde des Vaters. Das alte Gefängnis gehört jetzt dem Widerstand. Ist ein gutes Hauptquartier. So. Danke für deine Arbeit, Rookie. Oh, das ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Ja, damit. So, was hast du für mich noch? In den letzten zwei Tagen sind ein paar Leute verschwunden. Wir wissen nur, dass wir sie nicht im Bliss verloren haben. Es gibt Gerüchte über einen Ort, der von Faith Jüngern geleitet wird. Einer dieser Orte, von dem man nicht zurückkehrt. Folter, Ertrinken, Opfer. Die Leute sagen, jeder, der Faith-Klein-Pilgerfahrt nicht beschreitet, endet da. Ich glaube, wir haben hier ein echtes Problem und jemand muss sich das ansehen. Jemand, der zurechtkommt, falls es sich doch um mehr als nur Geschichten handeln sollte. Sei vorsichtig, Rookie. Erlösung. Sehr schön. Arbeit hat sich gelohnt. Wir vermissen Katrina und ihr Team. Hast du was von ihnen gehört? So, das schaue ich mir bei Gelegenheit an. So. Danke, dass du dich ums Gefängnis gekümmert hast. Kein Ding. Mache ich doch gerne. So, die Frage ist... Oh, das Tor ist wieder ganz... Wie komme ich hier raus? Echt, jetzt muss ich jedes Mal darüber klettern? Ist ja ätzend. Eden's Gate will dich tot sehen. Gratulation. Ja, hier sitze ich die Apokalypse aus. Wie komme ich hier heil runter? Oder bleibt das jetzt einfach so? Na, hier vielleicht. Zack. Zack. So. Das ist schon echt cool. Also, kann man nicht anders sagen. So, wie viele Punkte haben wir denn? 5. Flinker Finger. Was haben wir hier? Hä? Ach, den habe ich jetzt auch als Begleiter. Interessant. So, was haben wir denn noch? Menschlicher Fisch. Schweißbrenner. Wingsuit. Ah, ich hebe erstmal Punkte auf und gucken wir dann. Guck dann, wenn ich mehrere habe. Quatsch, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Logbuch. Huch! Falscher Prophet. Erlösung. Oh, hier haben wir noch eine Quest, die wir machen können. Story-Mission, Nebenquest. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Das sollten wir auch noch tun. Was ist das hier? Befreie den Sektenaußenposten. Ja, komm. Das ist nicht ganz so weit. Dann machen wir das in der Folge noch. Ziehen wir es noch durch und dann ist die Folge auch wieder zu Ende dann. So. Los geht's.
So, in der nächsten Folge kommen wir dann gucken, welche Mission wir machen. Muss ich mal schauen, welche mir am besten am ehesten zusagt. So. Ah, Mann. Das war nix. Jetzt habe ich wieder aus Versehen den Zivilisten getötet. So. Den hätten wir gerettet. Immerhin. Den haben wir auch gerettet. So, wo muss ich denn hin? Da, oh je, das ist ja noch ein ganzes Stück. Egal, was soll's. Wie gesagt, das ziehen wir jetzt noch durch. Das machen wir auf jeden Fall. So, sag mal, wo ist denn Grace eigentlich? Die schleicht wieder irgendwo ziemlich weit hinter mir rum. Ja. So, der Peggy kann mich mal kreuzweise hier. Mal kurz auf die Karte glinsen. Jawohl. Läuft. Ja, hau da mal ab hier. Huch! Oh, was denn jetzt? Hallo. Oh, oh. Mach mal langsam, Jungs. Oh, nee, echt jetzt. Schweißbrenner benötigt. Habe ich keinen. Ach ja. Bleib liegen. So. Kann die ganzen Spinner hier ausrauben. Ah, ist ja Freunde, alles klar, cool. Okay, den Rest gehen wir zu Fuß, was soll's. Was ist denn mit der los, mit dem los hier? Ach, den kann ich immer noch anheuern, nee, danke. Dass du dem Gefängnis geholfen hast. Apropos anheuern. Aha, sehr schön, feuerfrei. Nick. So, ein Boomer nehmen wir auch mal mit hier. So, komm Kleiner. Wieder ein kleiner Waldspaziergang. Frische Luft tut gut. Uah, hey. Was zur Hölle war das denn? Frechheit. Oh. Ich glaube, den Spaß gönne ich mir mal. Molotow-Cocktail, bitte. Hier. Aha. Ich fackel eure Felder ab. Du da. Na, komm. Ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Komm, Grace, mach doch mal was. Schieß. So gut, Vito. Sauber. Oh, da kommt ein Spinner. So, Freundchen, weh, du bleibst. Schnauze, du bleibst jetzt liegen. So. Meine Güte, ich lasse mich immer zu sehr aufhalten. Da klingelt ein Telefon. Ah, cool, unser Bild hat sich auch geändert. Oh, was haben wir hier? Schön. Alles mitnehmen. Ja, komm, wir gehen mal ran. Faith, bist du das?
Okay. So, geht's hier auch rein? No smoking. So, da ist auch schon der Außenposten. Yippie-yay. Die Peggys dachten, sie hätten diesen Teil des Hope Countys komplett unter Kontrolle. Wir beweisen ihnen das Gegenteil. Oh! Was ist denn mit dir? Alter Schwede! So ein Mist aber auch. Das kam jetzt echt unerwartet. Zum Glück habe ich jetzt nicht geschossen, sonst hätte ich jetzt gleich wieder das ganze Peggy-Team am Hals. So. Da vorne kommt Ärger. Oh. Noch nicht. Ich mach den Ärger erst jetzt gleich. Ah, hier, das sieht doch ganz gut aus. Klettern wir mal schnell hoch. Baumplattform. Haha, so wie bei Ark. So, ich sehe keinen. Ihr könnt ja mal darüber sausen oder ist die Kacke am Dampfen. Ja, das war eine scheiß Idee. Okay, runter, 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 runter. Ich versuche das Ganze ein bisschen lautlos zu machen. Wie immer, macht am meisten Spaß. Noch ein Alarm übrig. Da sind viel zu viele drin. Jetzt wäre der Bogen nicht schlecht. Das ist meine liebste Jahreszeit. So. Den hätten wir schon mal. Was ist denn mit dem da oben? Der sitzt da einfach ganz gemütlich rum. Krass, der sitzt sich da einfach gemütlich hin. Ja, ist ja cool. So, ich schleich mal hier rum. So. In die Fress. Da war knapp. Ciao, Freundchen. Na, hat keiner aufgeschreckt? Das war's mit lautlos. Okay, scheiß drauf. So. Ja, noch so ein Spinner. Hier, komm her. Yippie, das wär's. Oh, das hat gerade ein bisschen gehakelt. Prost, Jungs. Oh, das habe ich zu spät gesehen. Hätte ich auch damit schießen können. Ich kenne kaum einen von hier, der als Kind nicht mindestens einen Sommer im Sacred Skies Ferienlager war. Ist eine ziemlich altmodische Anlage. Und dann kam Eden's Gate und verwandelte alles in ein einziges Horrorhaus. Aber wenigstens kann die Sekte hier keine Drogen mehr herstellen. Danke, Rookie. Kein Problem, bitte, bitteschön. So, gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Muss auch mal sein. Ich könnte echt deine Hilfe brauchen. Oh. Gute Arbeit am Lager übrigens. Natürlich haben wir jetzt ein anderes Problem. Da unten am Fluss gibt's einen gefährlichen Puma.
Das ist kein gewöhnliches Tier. Er soll eines der gescheiterten Experimente der Sekte sein. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Die haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Ich habe einen Trupp losgeschickt, um ihn zu erledigen. Aber die kamen nicht zurück, sind wahrscheinlich tot. Ich hätte gern, dass du das zu Ende bringst. Aber ich sag dir, das Vieh ist super gefährlich und absolut unberechenbar. Cool. Was macht ein Boomer da die ganze Zeit im Hintergrund? Der dreht sich im Kreis. Ja. Juhu. Vollrausch. Juhu. Hui. Hallo. Yippie, yippie. Ja, ich mach wieder Unsinn. So, ich würde... Ich wollte da nicht ins Haus. Naja, okay. Hui. So, komme ich da überhaupt rein? Na klar. Sehr schön. Was ist hier? Hört das Wort. Nö, ich bin taub. Für irgendwelche Wörter bin ich taub. Na gut, Leute, dann war es jetzt leider an der Stelle mal wieder. Geht immer viel zu schnell um. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und bis dann. Ciao!